So, das können wir schön laden. Kreis? Okay, Kreis ist Bock. Das Lustige ist, dass die Mudakens dann immer direkt anfangen zu putzen, wenn ich tot bin. Die gehen sogar teilweise ein Schrittchen weiter. Speichern nochmal. Okay. Okay, jetzt haben wir hier die Fleischsäge kürzer, langsamer gemacht. Du folgst mir. Ein Auto. So, komm mit. Wunderschön. So. Und da können wir schon mal die ersten retten. Yay! Ich bin so dumm. Für mich macht das viel mehr Sinn irgendwie. Ach egal, jetzt hole ich den halt nochmal. Hat ja so viel Spaß gemacht. Oh. Ich bin frei, jetzt nicht so schwer. Aber ich muss bei der Steuerung erst immer noch mal überlegen. Ich weiß nicht warum. Ich habe den anderen Teil aber gar nicht gespielt. Oder irgendwie Exodus oder sowas. Oh, kurz drücken. Ich glaube, das wird mir noch öfter passieren. Oh, das war schlecht. Ich glaube, der muss auch immer so ein bisschen anrollen irgendwie. Da war ich zu früh. Da auch. Okay. Es ist also schön hier, dass wir hier die Quick-Saves haben, weil im Originalteil hätten wir jetzt nochmal alles neu machen müssen. Das war halt da ein bisschen schwieriger. Na gut, dann können wir hier mal weiter. Jojo. So, und da unten, das habe ich halt beim ersten Spielen total ausgeblendet, drücke Quadrat, um Hebel zu benutzen und durch offene Türen zu gehen. Nicht mehr nach oben. Und dann haben wir wieder einen Checkpoint. Achso, dieses... Der Tastendruck auf Quadrat werdet ihr, denke ich mal, öfters hören bei mir. Da unten sind Minen, da am besten nicht reinspringen. So, auf L1, genau, schleichen wir. Das müssen wir nämlich benutzen, wenn da so einer am Pennen ist. Und wir den... ja, nicht aufwecken wollen. Und ich finde das gerade ganz cool im Hintergrund der Schatten, wenn wir hier an diesem Scheinwerfer vorbeigehen. Das ist cool. Ich würde sagen, wir holen uns den mal direkt. Dann werdet ihr auch direkt das Chant mal kennenlernen. Also, wer das Spiel noch nicht kennt. So, direkt mal hier den Schalter betätigen, denn da hinten ist Strom. Und ganz am Ende ist ein Slick. Zack, Toad. Hier unten ist, glaube ich, nichts. Ja, hier ist so ein Fahrstuhl. Die können wir auch mit den Slicks benutzen, aber mit den Slicks können wir nicht durch Türen gehen. Das heißt, hier ist jetzt Ende. Und ich finde das ganz lustig. Wie... Oh, jetzt ist es leider vorbei. Wie, ja, die toten Slicks hier so rumzappeln. Was war das für ein Geräusch? Irgendjemand hat hier Faxen gemacht. Man kann hier auch irgendwie schlagen oder so. Ah! Naja. Ja, ansonsten können wir hier nichts mit dem anfangen und dann können wir den einfach zerplotzen lassen. Flatsch. Ja, und wir haben hier unten den nächsten Geheimgang. Also die Heimgänge... Die Heimgänge. Die Geheimgänge sind ja eigentlich alle gleich wie im Remake. Bis auf einen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es den Remake gab. So, und wir haben jetzt hier unsere ersten Bömpchen. Also Granaten. 3 Stück. Ich speichere mal ab. Denn jetzt müssen wir zielen. Ach Gott, wie war das denn jetzt nochmal? So, genau. Und die piepsen.
Und wir müssen die jetzt rechtzeitig loslassen, damit die... Also entweder schmeißen wir die frühzeitig los, damit sie ungefähr unter diesem Chant-Verhinderer steht. Also liegen bleibt. Oder wir versuchen, den in der Luft zu treffen. Und dann muss man halt auf das Piepsen hören. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriege. Ich habe die falsche Taste gedrückt zum Losschmeißen. Naja, kann man machen, ne? Der untere Chant-Verhinderer, ich nenne die jetzt mal so, ist noch nicht aktiviert. Das liegt man daran, dass der nicht leuchtet. Das muss man sich auch bei einigen Sachen so ein bisschen ja, zum Vorteil machen. Ja. Weil sonst, also man hat dann, ist dann ein bisschen einfacher. Und wir können auch mit ihm hier sprechen, denn wir können sagen, hat er gesagt, Heads up. Watch out. Watch out vor allem. Watch out. Weil manchmal sind jetzt hier zum Beispiel, werden hier Mudaken und da müssen wir sagen, dass sie ihre Köpfe runter machen sollen, damit wir den anderen Slick erschießen können, ohne dass wir einen von den anderen treffen. So. Ich habe ja noch ein paar... Wenn man die falschen Tasten drückt, ne? Ganz schlimm. Weil man kann die auch einfach so fallen lassen. So. Okay, die Vögel müssten jetzt gleich wiederkommen. Genau. Und dann können wir einfach alle rennen. Und da hätten wir schon den nächsten Geheimgang. Fertig. So, wir holen jetzt hier noch eine neue. Die brauchen wir nämlich beim nächsten Geheimgang. Beziehungsweise beim vorherigen Geheimgang, den wir noch nicht betreten konnten. Speichern jetzt erstmal wieder ab. Da fährt ein Auto vorbei. Und hier unten ist nämlich noch eine Tür. Eine Türe. Wenn wir hier ganz an den Abgrund gehen, so, und die dann einfach fallen lassen, dann stürzt sie da runter. Und wir können einfach hier so runter. Oh, das sieht einfach aus. Ich speichere erstmal ab. Nicht, dass ich dann, wenn ich hier stehe, dass hier der Britzelstrom angeht. Okay, wir haben irgendwas anderes gemacht. Ah, okay. Dann hole ich erstmal die beiden hier runter. Achso, wir sehen hier auch im Hintergrund Mitarbeiter 282. Also es gibt 299 Mudakens. Opfer haben wir bisher 0. Opfer würde da dann, wenn wir einen umbringen, würde da halt eine Zahl stehen. Und Ausbrecher haben wir bisher 17. Das sind halt die, die wir, ja... gerettet haben. Komm mal her. So, jetzt ziehen wir den noch. Runter. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Quicksave machen und den Strom hier ausmachen. Dadurch müsste auch müssen die Fleischdings langsamer werden. So. Ich glaube, ich rette erstmal hier die... Man kann die auch... Also man muss die nicht alle auf einmal retten, sondern man kann die auch einzeln retten. Das Vogelportal kommt dann immer wieder. Nur das Blöde ist, ich kann die jetzt hier nicht alle auf einmal holen, weil... die sich hintereinander aufstellen. Die, im Originalteil war das so, dass die auch quasi ineinander stehen konnten. Und hier tun die sich hintereinander aufreihen. Das ist dann ein bisschen blöd, weil wenn der erste vielleicht das Portal erreicht, ist der hintere gerade unter der Fleischsäge, wenn sie runtergeht. Das ist ein bisschen blöd. Dann rette ich die schon mal. Und dann kann ich hier nämlich alle ansprechen. Kommt mal her. So. So, ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Aber es funktioniert auf jeden Fall, wenn ich rechtzeitig... Ja. Wunderbar.
Dann hätten wir hier auch alle. Komme ich da hoch? Ohne, ja, ohne mich zu töten. Sehr schön. So. Und hier in der Region gibt es noch einen. Noch ein Geheimnis. Aber wir holen erstmal ihn hier mit. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht habt ihr da mal was rausgefunden, warum die Arbeiter hier keinen Pferdeschwanz haben. Im ersten Teil, im Originalteil war es so, dass sie einen hatten und hier haben sie dann einfach wegrationiert. Wie heißt das? Ach, keine Ahnung. Ja, das nächste Versteck ist hier. Okay. Ein Auto. Oh, wir haben noch, ne? Ich hoffe mal jetzt nicht, dass das... Warte mal, das war irgendwie, wenn ich schleiche. Genau, dann hebt er die Händchen hoch. Und wenn ich jetzt fallen lasse... Perfekt. Das war doch sehr schön. So, diese blauen Vogelkreise, die sind für mich bestimmt. Hier unten ist aber, glaube ich, noch eine Mine. Eine, ja. Eine. Im Sitzen können wir übrigens auch werfen. So. Und dann stellen wir uns hier oben hin. Ne, wir müssen, glaube ich, noch weiter oben, sonst hören die uns hier oben nicht. Hier alle mitkommen. Ups. Das ist halt auch, was es im Originalteil nicht gab, dass wir hier alle auf einmal ansprechen können. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Bämpchen muss ich, glaube ich, noch haben. Die habe ich mir eben, glaube ich, erst geholt. So, und dann wären wir jetzt hier in dem Bereich auch schon fertig. Und ich hoffe mal, dass mir das Spiel nicht so oft abstürzen wird wie in der PlayStation 3-Fassung.